dass du nicht der beliebteste Hausmeister bist. Weißt du, welche Person die unbeliebteste Hauslehrer bzw. Hauslehrerin ist? Nee, aber ich weiß, wer die unbeliebteste Hausmeisterin ist. Sprout. Ja. Und das ist traurig. Warum? Und das festigt, dass keiner Hufflepuffs mag. Ich habe ja nichts gegen Hufflepuffs. Ich habe nur was gegen Sprout. Ja, und sie ist ein Hufflepuff. Hör auf! Du machst die ganze Dekoration kaputt. Nur um sie kaputt zu machen. Wird gerade wieder losgehen. Aber das passt dir, alles kaputt zu machen, nur weil es ganz. Am überlegen, ob Snape nicht sogar beliebter wäre als Filch. Das wird mich traurig machen. Weißt du, was mich noch trauriger machen würde? Dass ich hier nicht weiterkomme. Ja. Nein, dass ich Snape wahrscheinlich auch mehr mag als Filch. Ja, mag schon bitte Flit. Das wäre unfair. Hör auf. Ich kann dir sagen, genau die gleichen Leute, die Sprout mögen. Also nicht die genau gleichen Leute, aber aus ähnlichen Gründen. Sie mögen die beiden einfach nur, um anders zu sein. Ah, hallo Homora! Ich seh's doch! Nö. Hallo Homora! Nur Hufflepuffs mögen Sprout. Und nur Ravenclaws mögen Flitten. Sehr schön. Wir bekommen mehr Lieben. Eine Bildkarte. Also dadurch, dass du das Sprout hast, weiß man ja eigentlich sofort, dass du nicht zu Hufflepuff gehörst. Obwohl ich eigentlich zu Hufflepuff gehöre. So, jetzt wird ein Slytherin Snape hassen. Ja, obwohl ich mich ja selbst eher von mir behaupten würde, dass ich ein Ravenclaw bin. Passt doch. Eher zu Ravenclaw. Ja, eben. Besonders, da wir ein und dieselbe Person sind. Ja, das auch. Ehrlich, denn dass wir dann in zwei unterschiedlichen Häusern eingeteilt werden. Und dazu kommt noch. Oh. Dass es da tief nach unten geht. Die Kamera ist kacke. Die muss erstmal hinterherkommen. Ja, dazu kommt noch das Ravenclaws Whisky Gilde. Eben. Wie wir alle wissen, das ist überhaupt nicht. Kesselkuchen. Glaubst du überhaupt nicht? Voll gemein. Elasto! Hä? Oh wow, ich hab's in dem Moment. Elasto! Gewirkt, als der Zauber aufgehört hätte. Au! So mein Popo! Also, nach dieser Prüfung will ich definitiv Flitwick anzeigen. Wer ist aber vor? Au! Das war ein heißer Rücken. Du bist ein Idiot! Okay. Harry gibt einen Scheiß drauf, dass da Feuer rauskommt. Wir Flitwick anzeigen. Kann ich verstehen. Oder Dumbledore. Elasto!
Ja, Dumbledore kannst du immer ansagen. Ja, damit kommst du auch eigentlich immer durch. Also, zumindest laut den Spielen. Oh Gott. Ich will da nicht runterfallen. Was ich will und was ich am Ende mache, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, aber musst du nicht so oder so wieder runter? Ja, aber da hinten war was. Harry, jetzt hör auf mit dem Kack. Nein. Er will halt... Das ist ein Idiot. Ein gottverdammter Idiot. Er heißt leider Harry Potter, nicht Lehrmannstoff. Harry, du bist ein gottverdammter Idiot. Was ist das? Ein Spiel von Core Design? Och. Ich habe sonst nicht genug Probleme in meinem Leben. Nimm das mit. Danke. Idiot. Oink, oink. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass da oben noch ein Schild war, weil sonst weine ich laut. Ihr seid solche Drecksäcke. Warum macht das Flitwick? Ich bin mir sicher, dass ich ihn dafür anzeigen kann. Das ist eine gute Frage. Aber gut, was soll ich sagen? Gib mir ein Schild. Ist nicht das erste Mal, dass Flitwick versucht, einen Mord machen möchte. Wo läufst du hin? Dahin. Und sonst? Das Schild da oben, wo du... Ballernschild? Nee, aber du hast doch gesagt, dass sich traurig macht, wenn da ein Schild wäre, wenn da oben. Ich sag könntest mal da noch hin. Du könntest ja noch hingehen, ne? Ich speichere jetzt mal lieber. Denn irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Also ich traue dem Weg nicht da unten nach unten nicht. Oder anders gesagt, ich bin mir sicher, dass wenn ich jetzt nicht speichere, dann darf ich die ganze Kacke nochmal machen. Weil ich auf dem Weg nach unten sterben werde. Hui! Oder nach dem Weg nach oben. Ja, das auch. Ich meine, du hast gerade zweimal Harry den Rücken flambiert. Nein, Harry hat ihn sich selbst flambiert, nicht ich. Einmal hast du ihn den Rücken flambiert, einmal hat Harry sich selbst den Rücken flambiert. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass er wieder hoch soll. Macht er von alleine. Das war knapp. Beinahe hätte es wieder flambierten Potter gegeben. Hui! Ah, oh mein Gott. Es tut mir leid, Harry. Es tut mir so leid. Dass Harry aber auch keine Angst hatte, einfach so auf eine ganz enge Kante rumzurobben. In weiß nicht wie vielen Metern Höhe. Gib mir einen Frosch. Kürbispastete. Das brauche ich nicht. So ein Frosch. Kürbispastete schmeckt wahrscheinlich auch. Eulenfutter? Eulenfutter. Das war vorher nicht dort. Sag mir, dass das vorher nicht dort war. Denn sonst fange ich an meinen Verstand zu zweifeln. Ich weiß es nicht. Das war ich. Flambierter Potter. Ja, ich hab was anderes gesagt. Das ist ja eher wohl Afro Weasley, was ich gesagt hatte. Hedwig! Hedwig, wo bist du denn?
pass auf! Nicht, dass wir einen flambierten Heatlich gleich bekommen. Hier, nimm! Eine Ratte. Da war wirklich etwas. Du blöder Vogel. Nee, da war nichts. Du hast einen Weg nach unten bekommen von Hedwig. Über den Rücken. Hör doch hier etwas. Das Leiter runterkletten wurde geskippt. Das hörst du da auch, oder? Oder bilde ich mir das ein? Das Glitzern? Mhm. Aha! Warum ist das jetzt dort hinten? Hast du das Loch gerade nicht gesehen? Elasto! Nein. Jetzt hätte ich mal lieber was gesagt. Kannst du nicht einfach die Leiter wieder hochklettern? Nein. Elasto! Du musst den Teppich auch benutzen. Ja, funktioniert. Elasto! Ich glaube, Harry Potter muss in die Klasse für schwer lernen. So. Elasto! Das hast du schön gesagt. Er hat da so ein paar grundlegende Probleme. Ein Herausforderungsschild. Die Plattform war gerade aber jetzt nicht da. Doch, die war da, aber da war halt nichts drauf. Oh, die war da nicht da. Ich bin verwirrt. Wir sind da und dann sind wir da und dann sind wir da weiter. Doch. Aber irgendwie denke ich, dass da noch was war. Ja, ist halt Eingang oder da oben. Das ist ein Lochenwand. Ja, das ist ja, wo Hedwig herkam. Ja, vielleicht gibt's auch was für dich, ne? Aua! Guter Treffer. Ich hätte nicht runterspringen sollen. Bin blöd, aber so blöd bin ich dann auch schon wieder nicht. Elasto! Hui! Ich wollte gerade sagen, Harry, behalt dich doch bitte fest. Okay. Gut, dann haben wir jetzt... Bin nichts geguckt, ob da noch was ist. Sicher ist sicher, ne? Ich weiß, ich bin die Person, die das nicht sagen darf. Denn ich habe Harry mehrmals flambiert. Aber sicher ist sicher. Ja. Kannst ja nie sicher genug sein, ob Harry auch wirklich brennt. Gut. Ich weiß es nicht, ob er erste. Was ist daran gut? Es glitzert hier schon wieder was. Da hinten. Aber ich glaube, man sollte hier nicht so runterspringen. Harry! Nein! Du bist ein Vollidiot. Ich hab's gesehen. Ich auch. Es sind zwei Schilde. Einmal da hinten und einmal hier unten. Was hier unten? Was hier unten wollte ich erreichen? Kann man mal Breakdance. Hast du die Kamera sehr? Die Kamera ist super. Okay, aber hey, wenigstens Spaß, wir kommen da rein.
Ich konnte ja nicht viel in meinem Leben erreichen, aber wenigstens konnte ich das erreichen.